So, und damit herzlich willkommen zurück bei Morrowind Bloodmoon. Ja, ich habe die Herrschaften jetzt endgültig gefixt, allerdings nicht mehr mit einem Befehl, denn ich musste leider feststellen, als ich die Dateien durchgeschaut habe, die drei haben einen bescheidenen Skript, der dafür sorgt, dass die ständig wieder auf Combat 100 das anspringen, leider. Dementsprechend, ich habe jetzt dieses Skript einfach abgedreht, beziehungsweise ein bisschen verändert von allen dreien. Und die Seid Herrschaften ihr wegen der hier Stahlriemenwaffen hier? sind jetzt zum Glück beruhigt. Ja, wegen Stahlriemenwaffen. Was haben wir denn hier? Wusstest du was? Ich hätte gerne ein Langschwert. Die sagt 2 Tage. Okay. Du hattest nichts, sondern Was gibt es, dein. Freund? Seid ihr Du? wegen Stahlriemenrüstung hier, Freund? Ja, und zwar hätte ich gerne mal eine Schulterplatte. Und auch hier 2 Tage. Alles klar. So. Das heißt, huch. Ach, wundervoll. Ich habe mir parallel eine Karte aufgemacht, damit ich sehen kann, wo ich überhaupt noch hin wollte. Die hat sich jetzt natürlich komplett verstellt. Denn ich habe, oh Wunder, hier das Rad benutzt. Das mag das überhaupt nicht. Naja. Nehmen wir mal das hier. Muss ich doch glatt erstmal schauen, wo wir sind und wo wir hin wollen. Denn hier haben wir jetzt relativ viel schon durchgeguckt. Ein bisschen Starren würde ich noch schauen. Ich weiß, dass da beim Fluch noch was war. Huch. Ja, Gottmut war nur zum Austesten, ob dieser wundervolle Skript funktioniert. Und ja, es hat tatsächlich funktioniert. Also die Skript. Kürzung sozusagen. So. Aber wir wollen ja jetzt ganz woanders hin. Wir wollen noch mal zu dem Rotmund. Wie ist der Bobister? So. Das ist in diese Richtung. Mal Seid ihr wegen schauen, ob. Stahlriemenrüstung hier, So. Also. Nee, nicht so ganz, sondern eher in die Richtung. Ja, ist gut. So. Und da ist auch das Ding. Ach, schön. Natürlich kann ich jetzt nicht ganz so viel am Stück aufnehmen, weil das mit dem Hin und Her, bis ich die hier beruhigt hatte, echt eine Weile gedauert hat. Dementsprechend, ja. So. Ja. Uiuiui. Und da wird das Wetter auch schon wundervoll toll und so. Wir suchen doch nur Stahlriemen. Das heißt, die nächste Aufnahmerunde werde ich dann irgendwann heute Nacht machen. Warte, ich muss mir nach der Aufnahme auch erstmal einen Kaffee machen. Bevor ich mich ans Schneiden mache. Viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr, bis die Folge hier rauskommen soll. Denn ich habe ein bisschen, ja, wie gesagt, es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich das hier repariert hatte und das richtige Skript gefunden habe. So. Ha. Wusste ich's doch. Hier war auch Stahlriemen drin. Achso. Sonst war hier keins, nur das eine. Okay, gut. Dann auf zum nächsten. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt. So. Jetzt weiß ich nicht, ob hier irgendwo noch was ist. Deswegen würde ich tatsächlich einfach mal zur Küste. Sag, was ist denn heute los? Verzeihung, aber irgendwie, uiuiui. Muss ich die ganze Zeit gähnen?
Es ist dezent nervtötend gerade. Denn müde bin ich eigentlich nicht. Ich habe genügend geschlafen, ausnahmsweise. Und gar nicht so schlecht. Hatte ja auch wundervolle Schlafbegleitung durch Katerchen. Der eine schlief auf meiner Hand, der um meinen Kopf drumherum. Und der andere, naja. Mal zu, bei meinen Beinen, mal, was ist das denn? Dommel. Au. Klappt zwar nicht, dass hier irgendwas drin ist, aber wir können ja mal reinschauen. Dommel. Waren wir hier schon mal drin? Nein. Okay. Wir haben eine Höhle gefunden. Da steht wer drin. Hi, Max. Okay, was nein, du magst uns nicht. Ah, Kacke. Ach, Mist. Okay, erstmal wieder Zeug herstellen. Haben wir überhaupt was verloren? Das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Uiuiui, und unsere... Na, wundervoll. Unsere Taschen sind auch total voll. Was haben wir denn hier für einen Bockmist die ganze Zeit mit? Ja, gut. Ups. Ah ja. Geht schon. Das Ding haben wir schon. Nur Trumps. Ding nehmen wir mal mit. Wirkt wie ein Name von einem Questgegenstand. Hier vielleicht auch mal ein bisschen Zeug reparieren. Reicht leider nicht, um meinen ganzen loszuwerden. Schade. So, jetzt können wir uns zumindest wieder bewegen. Gehen wir mal rechts lang. Sind wir irgendwie in einem... What the fuck sind hier viele Hexen? Ach du heilige Kacke. Okay. Ach, wundervoll. Wir müssen erst alles ausziehen. Was macht er denn noch? Das da machte nur Feder. Resistenz, das er hat Festing drauf gehabt. Das hier hat Festing drauf. Das hier nicht. Das hier auch nix. Das hier nix. Das hier aber. Wir müssen uns doch tatsächlich erstmal nackig ausziehen. Und einen Mana-Trank saufen. Ah, hier, nehmen wir den da. In was für eine Höhle sind wir denn hier bitte schön geraten? So, Wiederherstellung geübt, na also. Geschicklichkeit wurde uns ganz schön viel abgezogen. So, jetzt ist alles wieder da, wo es hingehört. Jetzt können wir uns auch wieder anziehen. So, Kleidung. Den Helm wieder anziehen. Handschuh. Ring. So. Ich glaube, das müsste alles gewesen sein, oder?
Hoffe ich mal. Ja. Lauter Hexen. Bitterböse Hexen. Ach, um Gottes Willen. Und natürlich ist hier auch noch Zeug. Okay, gut. Moment, der Helm gibt 200 irgendwas. Das sind 300. Das ist halt schwer. Tschüss. So. Ja. Dann schauen wir uns mal weiter um. Haben wir doch glatt ein Hexennest gefunden hier. Wahrscheinlich dürfen wir uns eh gleich wieder ausziehen. Natürlich. Ihr werdet hier. Natürlich. Ah. Und wieder. Alles ausziehen. So. Und alles wieder anziehen. Ah. Nee, irgendwo fehlte noch was. Irgendwas haben wir noch nicht angezogen. Irgendwo fehlt uns jetzt ein bisschen Stärke. Oh, okay, gut. Das heißt wieder komplett ausziehen. Da war nichts drauf, da war auch nichts drauf, da war nichts drauf. Da war aber was drauf. Auf der Hose war, da war drauf und da war drauf. Und natürlich auf der Waffe. Ah, wundervoll. Lauter Sympathieträgerinnen hier drin. So. Und die gleiche Chose wieder von vorne. So. Ja, das schaut schon besser aus. So. Dann machen wir doch mal weiter schon. Das Ding ist ja hier riesig. Ach du Kacke. Ja, gut. Uiuiui. Ladies, Ladies. Das ist nicht sehr nett, was ihr hier treibt. Aber so gar nicht nett. Und wundern sich dann, warum sie aufs Maul kriegen. So. Packen dreist und klar, funktioniert. Da ist ein bisschen Geld drin. Was? Gut. Ja, also nach der Folge werde ich mal ganz kurz nach Hause verschwinden und die Taschen vielleicht mal ein bisschen aufräumen. So ganz kleines bisschen. Gucken, ob wir das überhaupt noch tragen können. Doch, es müsste ganz knapp noch gehen. Oh, was haben wir hier hinten? Hier geht's weiter. Ach du Kacke.
Okay. Und wie fühlt sich die Nähe des Todes an? Ihr seid ja halb tot. Oh. So. Sehr gut. Diesmal waren wir tatsächlich schnell genug, um zu verhindern, dass dieses Viech uns was abzieht. So. Bitte meine Güte. Da scheint es einfach wieder zurückzugehen. Kann das sein? Machen wir mal hier den vollen Tören. Ja. Sehr gut. Das heißt, wir haben nur noch da hinten... Jetzt nicht so ganz geplant, aber meine Fresse. Es war mehr als nur ein Zirkel. Das ist mal ein Kampf. Das ist mal ein Kampf. Oh. So, Lady. Ha. Diesmal waren wir schnell genug. Nice. Jo. Schauen, ob hier vielleicht noch irgendetwas Spannendes drin ist. Ah. Stahlarmbrust nicht, aber der Ring. Das hier können wir mitnehmen. Meinetwegen nehmen wir auch den da mit. So. Haben wir doch glatt ein Hexennest hier ausgeräuchert. Nice. Hier ist nichts mehr. Nein. Ah, das ist doch okay. So. Leider kein Stahlriemen. Na gut, das war jetzt auch zu erwarten. Es ist immer eine Eishöhle, keine Totenstätte. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie ein Quest drin war, scheinbar. Uiuiuiui. Es ist... Puh. Wundervoll geiles Wetter hier. Ach du meine Kacke. So. Ja, kommt, ich nehme auch noch mit. So. Das Zeug sammle ich auch nicht mehr ein. Das brauchen wir nur wirklich nicht. Wollen wir doch mal sehen. So. Da ist noch eine Höhle. Na toll, jetzt kommen wir aus dem Eis nicht mehr raus. Na, ihr mich auch. Evil Knievel Eis. Oh ja, auf dem Eis hätte ich jetzt irgendwie auch Lust. Ich glaube, wir haben keins mehr. So ein Mist. So. Barschatt-Höhle. Ist aber auch wieder nur eine Höhle. Aha. Waren wir auch noch nicht drin? Hier liegt es aber im Bereich des Möglichen, dass hier was drin sein könnte? Nee. Okay, ich glaube, hier dürfte auch kein Stahlriemen drin sein, oder? Na, lieber mal nachgucken. Nicht, dass hier doch was drin versteckt ist. Okay, ist gar nichts drin. Niemand? Einfach eine leere Höhle? Okay. Ich traue dem Frieden gerade nicht so ganz. Ach, das 60er Schloss ist jetzt wieder zu komplex. Ist auch nicht so ganz, wonach die das da irgendwie... So. Mal ein bisschen weniger tragen. So. Okay. Hier scheint tatsächlich keiner zu sein.
Okay, ein Toter. So Wolfshandschuh. Bärenschild. Okay. Ich trau dem Braten immer noch nicht. Nein, ich komme nicht dran. Mist. Das ist jetzt auch zu komplex. Sind wir irgendwie doof geworden in der Zwischenzeit? Na gut. Dopdido. 5 Jahre später. Danke. Oh, ein Nordhelm, falls wir eigentlich brauchen. Eisenwurf, na gut, das brauchen wir eigentlich nicht. So, das 50er dürfte doch mit dem Lehrling aufgehen, oder? Also. Haben wir hier Silberwurfpfeil, Silberbolzen, einen Schmiedehammer. Guck mal, haben wir einen verbraucht, kriegen wir einen neuen. So. Ja, ist gut. Wir sind zu schwer, ist gut. Wir können nicht hochspringen, weil wir zu fett sind. So. Hier ist wieder nichts. Außer einem Toten. Einem Wolfshelm und einem Jagdmann. Langschwert, okay. Der 60er geht jetzt wieder. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, aber gut. Dann nehmen wir den auch noch mit. Nachdem ich nach dieser Folge eh hier wegporten werde, dürfte das ja jetzt nicht so das Problem sein. So. Hier ist nichts, das heißt, hier geht's weiter. Ich werde dann auch versuchen, möglichst wieder hier an die Stelle draußen zurückzukommen. Sprich, in der Nähe von dem Gipfel. Bei dieser Höhle, da müsste auch der eine Stein in der Nähe, der Wasserstein, glaube ich, war das, wo wir hier hochgeschwommen sind. Der müsste hier in der Nähe sein. Den werde ich dann, irgendwie so in dem Eck werde ich dann halt entsprechend die nächste Folge beginnen. Ich glaube, das Taschenausleeren ist nicht so interessant für euch. Dementsprechend noch mehr Gesellenhämmer. Ach du Kacke. Ist ja mehr, als ich verbrauchen kann. Immerhin, der Herr hier hat ein Silberlangschwert. Und noch ein Dietrich. Na gut, hier nehme ich die Draken wieder mit. Einfach nur aus Gewohnheit. Weil wir die eigentlich nicht wirklich brauchen. So was. 2 Höhlen, eine überbevölkert, eine unterbevölkert. Weiß nicht, wie man das sonst bezeichnen soll. Ich glaube, sonst ist hier tatsächlich nichts drin gewesen. Na gut. Heute 2 Höhlen erkundet, leider ohne Stahlriemen. Dafür haben wir einen Hexenzirkel ausgeräuchert. Na gut. Das heißt, ich werde jetzt von hier aus nach Hause porten, einmal Taschen ausleeren und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge bei Morrowind Bloodmoon wieder hier vor dieser wundervollen Höhle.